So, liebe Leute, eins haben wir beim letzten Mal vergessen. Für das Wissenschaftspaket 3 benötigen wir natürlich auch die Erzförderer. Und wir müssen nochmal gucken, ob da die Produktion ausreichend hergibt, sodass wir 54 Stück pro Minute haben. Denn wir brauchen Verhältnis 1:1 Erzförderer zu Wissenschaftspaket 3. Gehen wir mal gucken. Das war die Produktion hier für das Wissenschaftspaket 2. Hier ist das Dreier. Die Erzförderer, die sind direkt hier neben. So, was können die so? 2 Sekunden für die Herstellung im Inventar. Macht 30 Stück in der Minute. 2 Fabriken machen 60, 54 brauchen wir, check. Aber hier fehlen die Eisenplatten. Dem sollten wir jetzt mal nachgehen. Wenn das alles ist, dann ist es ja nicht so kompliziert. Hier ist langsam auch tote Hose angesagt. So, wir brauchen auf jeden Fall neue grüne Greifarme. Dann wird das Zeug schneller eingeräumt, das ist schon mal gut. Die Lichtbogenöfen, die laufen noch alle auf Volltouren, das ist gut. Die Frage, ob wir denen auch schon mal Effizienzmodule jetzt gönnen, damit sie noch mal ein bisschen mehr raushauen. Das wäre ja noch mal eine Möglichkeit. Wenn wir denn noch welche irgendwo haben. Entschuldigung, Produktivität meine ich, ne? So. Aber mehr können wir jetzt hier direkt erstmal nicht tun. Wir könnten ja nochmal gucken nach dem Zug, der die Eisenplatten zu den Erzförderern bringt. Rohstoffe Erzförderer, das wäre der hier. Der mir gerade vor der Nase wegfährt. Dann steigen wir doch mal drüben ein, wenn wir bei den Erzförderern sind, dann sind wir definitiv beim richtigen Zug. Der müsste jetzt auch gleich kommen. Wo bleibst du denn? Schaltkreise beladen, da hängt er. Wir fahren gleich mal mit dem eine Runde. Da oben hängt er in der Tat fest. Da kommen auch keine. Kupferkabel fehlen. Ah, schön. Dann haben wir doch ein Thema, oder? Sind die Eisenplatten gar nicht das Problem, sondern die Kupferkabel erstmal. Und weil keine Kupferkabel da sind in ausreichender Menge, verliert er da oben Zeit und bringt deswegen die Eisenplatten nicht hin. Okay, also, was haben wir hier für ein Problem? Was können wir machen? Erste Maßnahme ist natürlich, wir tauschen mal schön unsere Greifarme. Eigentlich das Programm, von dem ich neulich schon geredet hatte, bei den erweiterten Schaltkreisen, bei den elektronischen. Wir könnten auch mal alle Fabriken anschließen, das wäre auch ein Ding. Das ist dann natürlich auch bitter, sowas. Hat keiner gemerkt, ne? Ups. Machen wir das erstmal so. Jetzt stellen wir die Fabrik wieder schnell hin und tun, als wäre nichts gewesen. Wir sehen aber auch hier schon das nächste Problem. Eigentlich ist es viel zu viel, um das hier abzuladen. Das heißt, die Produktionsgeschwindigkeit ist nicht das Problem, sondern die Geschwindigkeit des Abtransportes. Das leitet uns direkt hierzu über. Erste Maßnahme.
Upsala. So, und heute vergesse ich weder die Unterirdischen noch die Teile, versprochen. So. Die haben wir jetzt, die Teile. Und ja, ich habe jetzt, wie gesagt, nicht das optimale Design, um es gleichmäßig zu beladen. Ich baue das jetzt aber erstmal nicht um. Jo. Und wir müssen noch die Greifarme ändern, sonst haben wir hier natürlich den Flaschenhals auf der Seite. Und wir schauen mal, wir haben das Problem nur verschoben. Die können immer noch nicht ablegen hier. Aber es wird zumindest schon mal alles schneller transportiert. So. Wir gehen mal zum nächsten Schritt über. Ich könnte natürlich jetzt hier ein blaues Band legen, wenn ich es denn erforscht hätte. Dann würde das wieder passen. Aber ich ziehe jetzt einfach mal hier ein bisschen was raus, baue nochmal 6 neue Fabriken hin. Also 3 auf jede Seite. Um das Fließband von beiden Seiten beladen zu können. Wie machen wir das denn? Ich baue erstmal die Fabriken. So, da müssen wir nochmal ein paar craften. Jetzt können wir hier mit dem Band arbeiten. Nee, oder? Verklickt. So, jetzt nehmen wir wieder die blauen Greifarme. Jo, machen wir das einmal so. Hier auf der Seite machen wir das genauso. Verteilen noch ein wenig Strom. Perfekt. Hier geht das auch super. Und sagen denen noch, was sie herstellen sollen. Zu weit weg. So. Oh, und das läuft alles voll. Das ist ja echt interessant. Nach 3 Fabriken ist das Band voll. Also ich kann tatsächlich nur 3 nebeneinander setzen. 3 sind hier total ineffektiv und können abgerissen werden. Braucht kein Mensch. In dem Design funktioniert es so also nicht. Die Effizienz kriege ich tatsächlich. Also die sind ja noch nicht mal auf 50% Effizienz jetzt gelaufen, wenn ich das so sehe. Gut. Nächstes Problem, was wir haben, kriegen wir das hier abgeräumt? Ja, das funktioniert ganz gut. Es staut nichts. Okay.
Aber mal ganz ehrlich, wenn ich das jetzt so sehe, ich habe hier 6, die ineffizient sind und 12, die was machen. Könnte ich nochmal 6 aufbauen und noch einen zweiten Bahnhof damit beschicken? Weil Kupferplatten, die habe ich immer noch nicht zu wenig, oder? Gucken wir mal. Nö. Kupferplattenmangel nicht in Sicht. Dann klingt das doch nach einer Maßnahme, oder? Hier was weg. Das ist nicht schön. So, ein neues Gleis. Jetzt holen wir uns nochmal die Kettensignale rein. So, Ausfahrt aus dem Kreuzungsbereich ist hier und da. Einfahrt in den Kreuzungsbereich ist hier und da. Das hier darf jetzt weg. Okay. Dann brauchen wir eine Zughaltestelle. Haben wir die schon irgendwie hier gebaut? Nee, ne? Als Standalone-Fabrik? Nee, keine auf dem Weg. Machen wir schnell. Die braucht genau was? Eisenplatte, Stahlträger, elektronischer Schaltkreis. Moment mal. Klingelt da was in den Ohren, oder? Eisenplatte, Stahlträger, elektronischer Schaltkreis. Naja, es ist irgendwie alles so das gleiche Zeug hier, ne? Ich knall's jetzt hier einfach rein, dann sind wir auf jeden Fall damit versorgt. Nein, doch, ach nein. So doch nicht. Wo sind sie? Da. Wir fangen mit der Fabrik an. Wir haben ja so schön viele Zweierfabriken. Hier könnte noch Platz für eine sein. Vielleicht aus dem anderen was baut. Ich stelle sie hier hin. So. Zughaltestellen. Eisenplatten. Elektronischer Schaltkreis, da reichen mir aber auch ehrlich gesagt ein paar weniger. Und was haben wir gesagt? Stahlträger noch. So, mach mal auch 50. Verhältnis ist mir jetzt erstmal wurscht. Hauptsache es wird... Ja, passt mal auf. Machen wir anders. Stellen wir hier hin. Kann nämlich dann gleich auch in die andere Kiste einladen. So, bitte. So machen wir das. Einmal Strom. Nehmen wir hier Umspannwerk, dann ist alles gut. Dich verbinden wir noch mit dem Netzwerk. Und es geht hier um die Zughaltestellen, genau. 10 Stück. Und dann kann es losgehen. Und jetzt kommt der nächste Kniff gleich. Das kommt wieder weg. Das kommt auch weg. Das kommt weg. Ein neuer kommt her. Oh, wir brauchen erst die Haltestelle. Müssen wir jetzt auch anfordern.
Motoren fordern wir nicht mehr an, Kupferkabel auch erstmal nicht. Die Module sind geliefert, soweit sie geliefert sein können. Modul 2 ist leer. Alte Stellen kommen rein. Sehr schön. Der Blueprint. Ist hier. Wups. Dann brauchen wir einmal das hier. Ich habe das einmal hier. Ja. Was hat sie für ein Problem? Das ist mir nicht ganz klar. Sie will einen Hangar haben, ne? Den stellen wir euch einfach in die Mitte. Bisschen Strom kriegt er auch. Ach, dann nehmen wir doch gleich mal wieder ein Umspannwerk. Und die haben wir auch noch nicht im Angebot. In der automatischen Fabrikation fürs Logistiknetzwerk. Ich habe keine Zahnräder. Ich habe sie natürlich auch nicht in der Bestellung drin aktuell. Im Abfall waren sie nämlich. So, dann geht das hier auch weiter. Jetzt müssen wir die Züge noch zuordnen. So, Kupferkabel beladen. Hier unten machen wir Kupferkabel beladen 2. Und jetzt schauen wir mal, wen wir an Zügen so haben. Kupferkabel beladen, das ist einer. So. Das ist der nächste. Und da sind nur 2, also nehmen wir den einen hier. Mehr als 500, die soll er sich jetzt vom Kupferkabel beladen 2 holen. Entschuldigung. Und jetzt fahren wir mit dem Guten hier. Ich hoffe, er ist es. Mal eine Runde. Ne, der fährt jetzt zum normalen Kupferkabel beladen. Das ist aber auch okay. Eisenplatten hat er immer noch genug. Das ist alles safe. Das geht ziemlich schnell. Und hier ist jetzt endlich mal was in den Kisten drin. So, dass die Züge auch nicht mehr warten müssen. Das ist schön und die Menge reicht in der Tat, um einfach zu beladen und wieder wegzufahren. Jetzt gucken wir nochmal eine Runde, ob es denn reicht, bis der Zug wieder da ist. Ob dann noch immer Kupferkabel hier im System sind oder ob die leer sind. Und wenn die leer sind, dann erhöhen wir einfach mal die Menge, die geliefert wird. Was soll ich sagen? Die sind doch jetzt schon gleich weg. Das sehe ich doch jetzt schon. Da können wir doch direkt die Menge erhöhen. Gehen wir beim Eisen auf die 1200, auch wenn es das nie abgeladen bekommt, aber nur, damit das Verhältnis weiter stimmt. Und hier Kupferkabel.
Hast du gleich 3600. Ja, und da waren sie schon alle wieder aufgebraucht, ne? Braucht man also gar nicht weiter gucken. Hier ist kein wirklich großer Lagerbestand. Schneller abladen können wir die Kupferkabel jetzt auch nicht mehr wirklich. Aber wir haben eine gewisse Kontinuität jetzt in der Versorgung. Jetzt gehen die Eisenplatten vielleicht auch langsam mal leer. Okay, es kommt ein gewisser Fluss rein, oder? Ja. Und wir brauchen ehrlich gesagt noch immer nicht diese sechs Anlagen, die in der Mitte hier zu viel sind. Sechs würden auch hier reichen. Also es war eine Frage der Beladung von welcher Seite und nicht eine Frage der Anzahl der Fabriken. Interessant. Die Versorgungssituation wird besser hier. Genial. Hier ist aber immer noch Kupfer wie blöd. Also auch kein Engpass in Sicht. Beim Eisen wird das eher eine spannendere Frage, würde ich mal sagen. Hier geht nämlich echt bald was leer. Hier bessern wir noch mal ein paar Kleinigkeiten aus. Hier ist schon nichts mehr zu holen. Es ist schon gruselig, wie schnell das hier wieder leer geht, oder? Jetzt auch wahrlich kein kleines Feld, aber wir brauchen unglaublich viel. Und es kommt der Tag, an dem wird das auch nicht reichen, was wir hier abbauen. So, jetzt aber, wenn wir nochmal über Optimierung reden und vor allen Dingen über Austaktung. Guck mal gerade mal, wenn ich schon hier bin. Hier ist das Netz nicht so dicht. Immer mal wieder ein paar neue Hangars hier reinbringen. Also, Wissenschaftspaket 1. Wir haben hier so eine Monsterproduktion. Und das wollen wir uns nochmal anschauen, ob wir die nicht ein bisschen einkürzen können, weil es quillt alles damit über. Was haben wir denn? 54 wollen wir pro Minute haben. Mehr sind es nicht. Hier schaffen wir 12 pro Minute mit einer Anlage. Das heißt, wir brauchen nur 4 Fabriken. Wir brauchen nicht einmal mehr als 4 Fabriken, um das hinzubekommen. Also,
Und tschüss. Oder wisst ihr was? Wir machen das ganz anders. Wir stellen die an eine Seite. So, machen die mal weg. Können wir hier ein bisschen Strom und Material sparen. Bauen einen Teiler hier hin. Ja, und dieser Zug. Können wir mal gucken, das kappen wir mal schön. Das braucht auch keiner mehr. Das machen wir einfach zur Anbieterkiste. Vielleicht geht es irgendwann in den Kreislauf zurück. Haben wir welche? Nein. Dann lassen wir uns die jetzt mal bringen. Aber auch nur 5. Jetzt kommen wieder alle. So, und was ist mit dir? Du sollst alles entladen und Ewigkeiten hier warten. Fürchterlich, es tut mir so leid für dich, lieber Zug. Jetzt tun wir dir einen kleinen Gefallen, dass es ein bisschen schneller geht. Geht aber auch echt überhaupt nichts raus aus den Kisten, gell? Kriegt das schon wieder alles hingerichtet? Ich sehe es schon. Und damit das jetzt nicht ganz so langsam hier abgeht, bauen wir wenigstens die richtigen Maschinen hierfür hin. So, dann fangen wir den einen Zug nochmal ab. Er hat noch fälschlicherweise die Kupferkabel hier drin. Müssen wir ihm noch mal wieder wegnehmen. Und jetzt steht er da. Er belädt einfach, er holt einfach viel zu viel ab. $200 reichen mir. Hier auch. Wenn das nicht ohnehin schon wieder viel zu viel ist. So. Jetzt könnte man das alles noch ein bisschen kleiner bauen. Das müssen wir jetzt nicht machen. Das wäre Zeitverschwendung. Hier haben wir doch eher ein Problem, würde ich sagen. Hier gehen wir auch noch mal ran, aber hier fehlen die Eisenplatten. So, welcher Zug holt denn die Eisenplatten und bringt sie zu den Zahnrädern? Der hier.
dass man direkt auf 1000 erhöht. So. Wir machen keine halben Sachen. Der ist jetzt aber auch noch dumm kombiniert. Eisenplatten beladen, Zahnrad beladen. Schaltkreise beladen. Nee, das ist er doch gar nicht. Jetzt den falschen auf 1500 hochgemacht. Nein. Wir warten nochmal auf den, der die Eisenplatten hier herbringt für die... Genau, er hier. Es geht mir alles noch viel zu langsam. Auch hier müssen wir mit den schnellen Greifarmen mal ran. Weil die Menge muss jetzt auch ausgeladen werden können. Und jetzt geben wir hier noch ein bisschen Gas mit den schnellen Greifarmen. Und jetzt haben wir hier gleich das gleiche Problem wie bei der anderen Fabrik. Wir machen eine doppelseitige Beladung. So, das bauen wir jetzt noch schnell, dann hören wir aber auf. Also ich denke nochmal laut drüber nach, das bringt nichts. Das gefällt mir immer noch nicht. Ich baue es wieder zurück. Denn wenn wir mal genug haben, wenn genug nachkommt, ist es egal, dann laufen alle Kisten irgendwann voll. So. Dann ist das einfach so effektiver. Okay, jetzt ganz schnell Gas geben und wieder bitte Fehler dabei machen, ne? Hier, das ist ja auch ein typischer Copy-and-Paste-Fehler, gell? Der ist aber auch wirklich dumm. Müsste mal gucken, wo ich den noch so gemacht habe, ne? Das wäre eine spannende Frage. So, 6 Fabriken genommen. Könnte man das alles noch platzsparender jetzt bauen, aber jetzt will ich einfach nur, dass es schnell geht. Entladen, entladen, entladen. Das gleiche Spiel nochmal. Eigentlich können wir die zum Beladen auch schon machen. Fällt mir da gerade so ein. Falsche Richtung. So, und gleich haben wir es. Noch den Strom hinfummeln. Und dann sieht das auch schon besser aus, oder?
Eisen geht jetzt leer. Okay, das ist spannend. Kommt nichts mehr nach an Zahnrädern, aber hier sammelt sich was an in den Kisten. Wir brauchen noch mehr Eisen für noch mehr Zahnräder. Es sei denn, sie stauen sich jetzt irgendwo bösartig, aber das können wir uns beim nächsten Mal anschauen. Jetzt machen wir eine Pause und ich würde sagen, erstmal genug optimiert. Nächstes Mal Wissenschaftspaket 4. Nein, Produktion 4 gibt es ja nicht. Weil hier, das läuft nicht, weil das fehlt. Und Grau und Gelb haben wir, glaube ich, schon gesehen, dass das mehr als genug auf Fließbändern rumliegt und lagert. Deswegen, mal auf, ich habe jetzt noch eine Idee. Wir machen die mal hier zu einer Anforderungskiste. Eine. Dann soll sie schön alle Zahnräder holen, die hier im Logistiksystem sind. Wird das klappen? Dann können wir endlich mal ein paar Rohstoffe zurückführen. Bitteschön. Die Bots werden durchdrehen. Aber wir kriegen Kisten weg, oder? Gucken wir nochmal. Wo sind sie denn? Sind gar keine mehr da. Oh, ich hatte jetzt eine irrsinnig große Menge irgendwo vermutet. Doch, 31.000 Stück. Die sollen mal schön alle hierher kommen. Das machen wir nochmal anders. Nein, 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 wir nehmen nicht die. Hört mal auf. Wir tun hier eine hin, dann können wir das alles schön mal zurückfüttern. Das sind so die kleinen und feinen Sachen, die man nebenbei mal machen kann. Ich habe gesagt, ich will aufhören, gell? Irgendwie habe ich immer wieder eine Idee, was man nicht nochmal machen könnte, machen müsste. Eisenzahnrad 100 Stück. Wenn die kontinuierlich ausgeladen werden, dann ist das okay so. Aber dann sollen das hier Stahlkisten sein, sonst drehen wir uns im Kreis. Denn die müssen von irgendwo anders kommen, die Dinger. Genau, und von da sollen sie kommen. Ja. Oh, hier können wir auch reduzieren. Sehr schön, also wir haben noch genug, wo wir das Ganze ein bisschen mehr alles anpassen können, aber wir machen mal beim nächsten Mal mit Wissenschaftspaket für Produktion weiter und weitere Optimierungen, die folgen dann peu à peu, immer mal wieder. Hier fehlt Eisen. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, oder? Was können wir denn da noch machen? Habe ich da auch noch so eine Idee wie diese? Wir haben ja noch irgendwo 60.000 Eisen liegen. Ja, das machen wir auch hier an der Stelle. Kann ich aufhören, merkt ihr es? Gib mir noch eine Stahlkiste, sowas aber auch. Die will ich jetzt nicht anfordern. Eine Anforderungskiste. Ein Greifarm. Und hier bitte Eisenplatten. Und langsam aber sicher kriegen wir die Rohstoffe dann aus dem Logistiknetz wieder zurück. Ja, und wenn ich hier immer nur 100 anfordere, dann sind nicht zu viele Bots damit beschäftigt. Außerdem können die auch mittlerweile 3 tragen. Und dann reduzieren wir das langsam. So ist es gut. Jetzt hören wir auf. Nächstes Mal, wie gesagt, Wissenschaftspaket für Produktion.
und kleine, aber feine Optimierungen immer mal wieder, wenn ich Bock habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer Matze.